Jetzt haben wir hier den Larry. Du warst ja hier gerade in der Jury mit dabei und hast die ganzen Motorräder prämiert. Nach welchen Kriterien sucht ihr denn die Motorräder aus? Also wir haben keine Kriterien, wir suchen die Motorräder selber nicht aus. Wir machen nur Ausschreibung auf verschiedene Klassifizierungen. Also wir haben 5 Klassen und jede Teilnehmer kann sich selbst anmelden. Ja, ab Donnerstag gibt es eine Anmeldung und wenn die Anmeldung von uns normalerweise immer angenommen wird, dann muss sein Motorrad am Samstag mitgebracht werden auf eine bestimmte Fläche, wo wir uns dann als Jury, dreiköpfige Jury, mit den Motorrädern befassen, um sie entsprechende Klassifizierung zu bewerten. Welche Klassifizierung gibt es? Also wir haben zum Beispiel, die Klassifizierung kann variieren. Dieses Jahr haben wir Klassifizierung Klasse Sportster, Klasse Custom Bike, Klasse Antik, das heißt Oldtimer, und Klasse Dresse, das sind die sogenannte Full Dresse, Touren und Klasse Besondere. Ja. Und wie sucht ihr die dann aus? Also die werden euch dann vorgestellt und ihr guckt euch die dann alle an und wie sucht ihr euch die dann raus? Wir suchen uns die Motorräder nicht an. Die müssen sich selber angesprochen von uns fühlen mit dieser Anmeldung. Und dann stellen sie die Maschine zur Verfügung für die Bewertung. Und wer saß alles in der Jury? Meint, du saß noch da und 2 andere? Also in der Jury ist der Matthias Meyer, das ist der offizielle Harley-Davidson-Händler für 4 Dealerschaften: Hannover, Wetzlar, Wiesbaden und Frankfurt. Deswegen nennt sich das Factory Gruppe. Er ist in der Jury, dann der Geschäftsführer Angelo Pagani aus Frankfurt, Harley-Davidson-Dealerschaft. Und dann meine Wenigkeit mit der kleinen Bemerkung, im Laufe der Jahrzehnte die Erfahrungen, die sich angesammelt habe. Ich habe in diesem Jahr ein privates Jubiläum, 55 Jahre im Sattel Harley-Davidson. Ja, und dementsprechend hängt etwas in den Kopf, dass ich auffähig dazu bin, in der Jury das zu bewerten und mitzureden. Das heißt, du bist dann gefragt worden und hast gleich gesagt, natürlich. So etwa. Und vielleicht kleine Bemerkung. Wir haben jetzt 21. Jahrgang hier, Magic Bike Riedisheim, und ich bin seit 1. Jahrgang dabei, bei der Gründung gewesen. Bei der Gründung auch, also ein wirklich alter Hase auch dabei. Das heißt, im Jahre 2002. Haben wir erste Mal Magic Bike gemacht und wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, eine traditionelle, starke Harley-Davidson-Veranstaltung in Deutschland auf die Beine zu stellen und zu erhalten, ja, von der Teilnehmeranzahl fast die größte in Deutschland. Und hat sich denn sowas verändert so in den letzten Jahren? Kannst du da irgendwie was sagen, dass da irgendwas ja, was sich verändert hat? Also selbstverständlich hat sich verändert. Wir haben schwere Schlag gehabt, die 3 Jahre Corona, das konnte das nicht stattfinden, das ist ja klar. Und die Veränderung gibt es vom Jahr zu Jahr, besonders auf die Harley-Davidson-Modelle, auf die technische Entwicklung und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, man muss ja auch immer mit der Technik dann gehen und gucken, was das ist. Zeitgemäß. Genau. Zeitgemäß bleiben. Und kann man sich denn dann schon für nächstes Jahr anmelden? Anmelden für nächstes Jahr ist theoretisch auch möglich, ja. Das ist ja kein Problem. Besonders die Hotels. Die Hotels, die werden jetzt schon ab nächste Woche ausgebucht wieder. Die Erfahrungen haben wir. Also wenn jemand hier jahrelang schon anwesend ist, wird das Hotel automatisch für das nächste Jahr gebucht. Und jetzt noch letzte Frage. Was findest du denn so das Besondere an Magic Bike Ubuntu-Service? Also Besonderes ist, wir sind zwar offiziell eine Harley-Davidson-Veranstaltung, auch mit der Unterstützung von Harley-Davidson GmbH und der Dealer, aber trotzdem sind bei uns alle Motorradmarken willkommen. Ja, deswegen sieht man hier auch andere Motorradmarken, weil wir hinter jedem Motorradfahrer oder hinter jedem, der diese Stahl- und Eisenhaufen fährt, einen Menschen sind. Ja, dann vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, für deine Zeit und dann wünschen wir dir noch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch auch und hoffentlich nächstes Jahr seid ihr wieder da. Das hoffen wir auch, da freuen wir uns schon drauf. Dankeschön.